Gute Drums sind das A und O in jedem Beat. Die sind wie das Skelett vom Körper, auf denen wird quasi alles getragen. Und die müssen halt richtig hitten. Wie man das hinbekommt, werde ich euch heute zeigen, denn es gibt wieder ein Plugin zu verlosen, und zwar ist es DS10. DS10 ist auch von XLN Audio. Die machen auch RC20 Retro Color, eins meiner absoluten favorisierten Plugins. Es gibt auch im Moment ein Gewinnspiel dazu, auch dazu geht es zu dem Video. Guckt euch das an und seht, wie ihr da teilnehmen könnt. Auf jeden Fall haben wir auch wieder eine Version von DS10, beziehungsweise was heißt eine Version? Wir haben dreimal drei Lizenzen, also nicht dreimal drei, wir haben drei Lizenzen zu verlosen und ich werde euch heute mal zeigen, was das machen kann, weil es ist einfach so ein simples Plugin und es ist einfach so nützlich. Ich werde euch hier einmal ein kleines Beispiel vorspielen, einmal nur quasi bis hierhin. Das ist ein kleiner, ja, sagen wir mal, Drill-Beat. Kann man, glaube ich, so nennen. Und ich habe das jetzt quasi schon eingeschaltet und guck mal, wie die Drums hitten. Ja, da ist noch ein Vocal drin, was ich halt, I don't know, I don't know. Egal, darum soll es jetzt nicht gehen, es soll quasi nur hier um diesen Teil hier gehen. Und hört ihr das mal an? Allein schon diese Kick am Anfang, ach du Scheiße, was ist da denn los? Und hier haben wir einmal die Kick. Und wenn jetzt zum Beispiel hier schon DS10 Drum Shaper drin, jetzt wenn ich das kurz einmal ausschalte. Die Kick hat einfach auf gar keinen Punch mehr und kommt halt gar nicht durch. Das liegt halt daran, dass ich halt den Transient geshaped habe. Was ist ein Transient? Transient ist quasi der anfängliche Klang, wenn ein Sound initiiert wird, quasi der Impact davon, ich werde jetzt hier unten links einfach mal eine Definition einblenden, dann weiß ich es. Also quasi, wie es halt reinkommt. Das kann man auch mal verbildlichen, weil wenn wir das hier einmal einschalten und einmal ansehen, dann haben wir einen kleinen Graph. Seht schon hier am Anfang von dem, das kann man leider nicht festhalten, das wäre schön zu sehen, aber ihr seht schon, am Anfang wird quasi dieser Anfangssound wird quasi betont. Und wie machen wir das? Wir haben hier nur ein paar kleine Rädchen und die möchte ich kurz einmal besprechen. Wir haben einmal Kick, wir haben einmal Snare und einmal Bass. Das bedeutet halt, das ausgelegte halt für die Kick, für die Snare und einmal für den gesamten Drum-Bass. Wer hätte das gedacht? Dann haben wir verschiedene Einstellungen, so Classic, Natural und Smooth. Das ist quasi halt nur, wie stark das quasi reingeht. Und dann noch so einzelne Charakteristiken. Die sind aber jetzt nicht so wichtig. Ich kann die später nochmal vormachen. Übrigens, wie ihr an dem Gewinnspiel teilnehmt, erfahrt ihr am Ende vom Video. Also kurz mal dranbleiben, dauert ja nicht so lange. Auf jeden Fall, jetzt haben wir hier Attack. Attack kann quasi auch rausgedreht werden und rein. Also Attack ist quasi, wie krass das betont wird am Anfang. Und jetzt werde ich einmal hier quasi von 0 auf 100 reinmachen. Achso, jetzt habe ich kurz das weggemacht. Shit. So, here we go. Und dann einmal zack. Jetzt haben wir quasi gar nichts. Hier wird quasi der Anfang wird quasi rausgenommen, also quasi weniger akzentuiert als ursprünglich. Und jetzt drehen wir das hoch. Hier seht ihr, die sind halt auch schon im Beat, habe ich leiser gestellt, deswegen sind die halt nicht so betont, weil die einfach schon generell leiser sind. Jetzt gucken wir uns mal die Drums, also das Schlagzeug mal, die Kick, meine Solo an. Und jetzt detachen wir das mal, damit es halt nicht ganz halt verschwindet. Wir können nämlich hier noch mit Sustain, mit Sustain können wir noch quasi, das ist quasi der Aufprall davon. Und jetzt können wir noch mit Sustain arbeiten, wie lange die Kick wirken soll. Also wir können die quasi kürzer machen und länger machen. Das jetzt nicht, also wir können es jetzt nicht in eine 808 verwandeln oder sowas, wie es zum Beispiel beim Nock-Plugin der Fall ist. Wir können jetzt aber quasi einmal vormachen und ihr seht, was ich meine, einmal ganz kurz. Ja, das ist ein bisschen subtil, aber ihr seht es halt auch schon im Graph. Wir können quasi hier nur den Impact quasi dann nehmen und den Rest halt rausdrehen. Und das Ding ist, dass die Kick wird nicht länger gemacht, also nicht zur 808 quasi,
sondern einfach nur zur Dauer, wie sie auch wirklich spielt, können wir quasi beeinflussen. Aber mehr braucht man ja bei einer Kick auch nicht. Gut, jetzt machen wir ein Sustain ein bisschen rein, ist schon okay. Und dann haben wir hier noch Titans. Mojo ist das hier. Also wenn wir links reindrehen, dann haben wir quasi eine boomigere Kick. Das ist vielleicht noch für Boom Bap, Hip-Hop ganz nett. Ich habe es bisher noch nicht ausprobiert, aber wenn ihr es mal hört. Und wenn wir dann weitermachen, dann haben wir eher noch eine richtigen punchende Kick. Ja, das ist eher so mein Geschmack. Auch für diesen Beat ist jetzt auch die bessere Variante. Und dann haben wir hier noch verschiedene Einstellungen. Wir haben hier noch Gain, also quasi nochmal die Lautstärke können wir nochmal einstellen. Und dann, weil zum Beispiel auch eine Kick kann auch einfach besser klingen, wenn sie lauter ist. Aber das ist halt. Also davon dürft ihr euch nicht täuschen lassen, aber das ist jetzt hier in diesem Fall nicht der Fall, weil ich halt unter anderem auch einen Soft-Clipper drin habe und ich muss niesen. Ah, danke. Auf jeden Fall haben wir den Soft-Clipper hier drin und der sorgt quasi dafür, dass wir halt nicht übersteuern und der sorgt auch gleichzeitig auch noch für ein bisschen Verzerrung, so wie ich das rausgehört habe. Wir sehen auch immer so ein kleines optisches Feedback hier, wenn wir die maximale Lautstärke quasi erreichen. Und Softclipper gibt noch ein bisschen, also in der Regel so ein bisschen. Ist halt ähnlich wie ein Limiter und ich muss schon wieder niesen. Doch nicht? Doch nicht, okay. Shit, immer wenn ich aufnehme. Egal. Auf jeden Fall gibt halt die Verzerrung dann noch ein bisschen Wärme dazu und ein bisschen mehr Punch. Gut, dann können wir noch A und B testen, quasi mit Bypass. Ist halt die ursprüngliche Kick, wenn wir es zwar ausmachen. Also der Unterschied ist halt Welten, Welten. Gut, dann haben wir jetzt hier quasi alles. Gut, dann haben wir hier aber auch noch die anderen Möglichkeiten. Da haben wir schon zum Beispiel Snare gesehen, aber ich will kurz einmal hier was abschweifen, weil hier steht zwar Kick, aber ich habe es trotzdem auf meine 808 angewendet und es funktioniert halt einfach Hammer. Jetzt machen wir hier unter anderem mal unsere 808 alleine. Zack. Nehmen wir das. Jetzt detachen wir das mal kurz, damit sich nicht mal wieder einklappt. Und jetzt bypassen wir das mal kurz. Zack. Ja, klingt ganz cool. Und jetzt machen wir das halt rein. Ja, genau. Das klingt ja schon mal viel, viel fetter. Und hier habe ich zum Beispiel Sustain ganz rausgedreht, einfach damit die 808 sich noch, also die war halt schon sehr lang gezogen und ist halt sehr ineinander übergegangen. Ich habe das dann quasi noch ein bisschen sich mehr ausfaden lassen zwischen den einzelnen 808-Hits. Und ja, aber im Endeffekt sind halt hier, also ist halt ähnlich wie bei der Kick, auch wenn ich jetzt gerade auf dem Bass bin. Why? Weiß nicht, egal. Hat trotzdem funktioniert, also fuck it. Wenn es funktioniert, also dann stimmt's immer. Gut. Dann haben wir die Kick und die 808, also gutes Mittel dafür. Und dann habe ich hier noch zwei Snares. Zack. Hier, genau, die beiden. Die haben einfach beide unterschiedliche Charakteristiken. Ich habe die halt gelayert, damit sie gut scheppern. Ihr seht schon, hier ist auch ein DS-Drum Shaper mit dabei, aber die ist halt bei beiden ausgestellt. Und dann habe ich einen Snare-Bass quasi erstellt. Und wenn wir uns das einmal angucken, wo haben wir unsere Snare? War das hier? Ja, unter anderem, da ist auch noch die Head mit dabei, aber das ist nicht schlimm. Machen wir die Head einfach mal kurz aus. Dann haben wir auch mal kurz den Bypass. Ja, ist weak. Und jetzt haben wir Bypass weg. Quasi alles einmal rausdrehen würden. Einfach alles rein. Das kann man am besten nochmal zeigen, auch im Kontext von dem Song. Also
Snare kommt halt so krass durch, ohne halt irgendwie noch extra Raum einzunehmen. Also ich bin großer, großer Fan davon. Was kann man jetzt noch dazu sagen? Also wir haben mal Kick, Snare, Bass und hier noch verschiedene Einstellungen, halt die Anleitung davon. Dann können wir noch quasi hier die Ansicht ein bisschen vergrößern für Leute, die zum Beispiel eine Brille haben etc. Finde ich ganz nett, immer sowas zu haben. Dann, was haben wir hier noch? Wir haben noch mal den Link zur Website und dann mal so ein About-Screen halt, wer das entwickelt hat, wer sonst was gemacht hat. Das würde ich auch gerne zeigen. Aber da ist auch zum Beispiel eure eigene Computer-ID drinnen und die möchte ich euch nicht zur Verfügung stellen. Ihr seid halt bestimmt alles oder mal die Anonymous-Hacker. Gut, jetzt haben wir noch verschiedene Einstellungen und sowas. Die sind halt nicht so wichtig jetzt. Da könnt ihr einmal halt nach Geschmackssache durchgehen. Sustain und sowas haben wir halt genauso halt wie bei Kick, haben wir auch hier. Und halt mit dem Bass haben wir halt dann einfach noch die ähnlichen Einstellungen. Das ist schon das ganze Plugin und ich bin halt absoluter Fan davon. Es ist halt so simpel, so gut und ist halt auch vor allem nicht teuer. Und wie ihr, also ich habe drei Lizenzen dazu, davon zu verlosen. Die haben mir, also XLN Audio ist halt super nett und war super hilfreich und die haben jetzt schon drei Lizenzen zur Verfügung gestellt von RC20 Retro Color, auch eins meiner absoluten Lieblings-Plugins. Da könnt ihr auch gerne noch teilnehmen, das läuft noch zu diesem Zeitpunkt bis Ende August. Und jetzt, wie könnt ihr daran teilnehmen? Also ihr müsst halt drei Dinge machen. Einmal müsst ihr halt natürlich hier auf Gefällt mir drücken. Einmal müsst ihr halt ein Abonnent sein, das ist halt ganz klar. Und dann müsst ihr unter anderem noch einen Kommentar verfassen, und zwar, warum euch dieses Plugin helfen würde, warum euch das bereichern würde, wie euch das irgendwie in irgendeiner Weise halt helfen würde. Das sind die drei Dinge, die ihr machen müsst. Und dann werde ich, jetzt haben wir, wann wird das Video rauskommen, das wird in 2 Wochen rauskommen, dass wir am 15. September ist Einsendeschluss. Am 15. September um Mitternacht, sage ich jetzt einfach mal, da werde ich dann den Schlussstrich ziehen, dann wird ausgelost, es wird halt auch noch ein kleines Video dann mal auf meinem Instagram kommen, aber ich werde euch dann hier in den Kommentaren, werde ich halt euch kontaktieren und sagen so, ey, ja, viel Glückwunsch, du hast gewonnen und dann vielleicht nochmal einen Link zu dem Instagram-Ding so dann zuschicken und dann vernetzen wir uns irgendwie über Instagram oder sonst was und dann schicke ich euch die Lizenzen zu oder connecte euch mit XLN Audio direkt. Gut, so machen wir das, also liken, abonnieren und kommentieren. Ihr kennt das Spiel, ganz ehrlich, ihr wisst, wie der YouTube-Algorithmus funktioniert, let's fucking go. Ich hoffe, ihr habt viel Glück dabei und das Video ist jetzt vorbei. Ich werde jetzt noch ein paar Sachen, weitere Sachen aufnehmen und ich wünsche euch viel Glück.